Wir sind auf der Ideenexpo 2022 und sind hier am Stand von Sartorius und neben mir habe ich die Julia und die erklärt uns einfach mal, was für eine coole Maschine das ist. Genau, hi, wir sind ja ein Biopharma-Zulieferer bei Sartorius, das heißt, wir stellen selber keine Medikamente her, sondern wir stellen alle Geräte her, die man benötigt, um Medikamente am Ende herzustellen. Das heißt, hier haben wir einen Bioreaktor, da hast du ja gerade nachgefragt, was haben wir für ein cooles Gerät. Der Bioreaktor, den brauchen wir, damit wir Zellen kultivieren können. Wenn wir so ein Medikament herstellen wollen, das ist unglaublich komplex. Das können wir nicht einfach mal eben so chemisch herstellen. Dafür brauchen wir Zellen. Und die Zellen, die müssen wir kultivieren und die brauchen bestimmte Umgebungsbedingungen. Und die können wir im Bioreaktor perfekt herstellen. Eine bestimmte Temperatur, einen bestimmten pH-Wert, den die benötigen. Und das können wir alles über das Kontrollinterface kontrollieren, jederzeit erfassen und vor allem jederzeit genau einstellen. Wie lange dauert denn so eine Kultur herzustellen im Regelfall? Das kommt sehr darauf an, was du für eine Zelle hast. Wenn du eine relativ einfache Zelle hast, die schnell wächst und die sich eben auch schnell vermehrt, dann geht das gar nicht mal so eben. Also dann sprechen wir da von Tagen, vielleicht Wochen, je nachdem, wie doll die sich auch vermehren soll. Wenn du eine komplizierte Zellkultur hast oder wenn die sich sehr doll vermehren soll, damit wir da möglichst viel Medikament am Ende rausbekommen, dann kann das auch schon mal länger dauern. Also dann kultivieren wir da mehrere Wochen auch durchaus mal im Prozess. Ich wollte gerade sagen, zu was für einer Größe wächst sowas irgendwann heran? Wahrscheinlich zu einer riesigen Produktion? Genau, und endlich können wir natürlich nicht wachsen. Wir sind jetzt hier eben, wie gesagt, bei einem 200er. Der 2000er ist unser größter Bioreaktor. Das reicht in der Regel auch schon. Eine Zelle, kannst du dir vorstellen, die ist ja gar nicht groß und die braucht auch gar nicht so viel Platz. Und dann kannst du in einem 2000 Liter Bioreaktor schon ordentlich was herstellen. Am Probeschlauch können wir hier oben die Kappe abnehmen und dann kann ich hier mit der Spritze direkt rangehen und kann eine sterile Probe daraus ziehen, ohne dass das System irgendwo gefährdet wird und es kann einfach weiterarbeiten. Und die Schläuche, die sind schon vorconnected hier an unserem Back und die sind eben sozusagen schon für den Kunden vorinstalliert, sodass der sich da gar keinen Kopf machen muss und immer alles da hat. Genau, hier haben wir jetzt das Ember-System. Das brauchen wir eigentlich schon im Vorschritt. Das heißt, hier würde im ersten Schritt die Forschung schon passieren, denn das kann vollautomatisiert mit diesen kleinen Mini-Bioreaktoren schon die ersten Proben untersuchen. Also wir können hier zum Beispiel bei verschiedenen Temperaturen oder mit verschiedenen Nährmedien vortesten, für welche Zellkultur oder welche Umgebung funktioniert für meine spezielle Zellkultur am besten. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Zelle habe und noch nicht richtig weiß, wie soll ich damit umgehen, dann kann ich hier mit einer sehr kleinen Probemenge arbeiten und kann mit dieser kleinen Probemenge erstmal ausprobieren, was funktioniert. Welches Nährmedium brauche ich, welche Temperatur brauche ich, was muss ich zugeben oder auch nicht. Und das macht das System automatisch. Super, ich danke dir. Danke. Gerne, kein Problem.